Tsunami-Nachrichten war der 2. Januar 2022. Hier ist eine herzerwärmende Geschichte für euch. Die kleine Sally brach in Tränen aus, als sich ausgerechnet der Blechroboter, den sie sich schon lange wünschte, in den Zweigen eines Baums verfing. Glücklicherweise sprang Mi hoch und griff für sie danach. Mi sagte, es ist meine Pflicht, denen zu helfen, die in Not sind. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ich würde gern wegsehen, aber ich kann einfach nicht. Das sind die Dinge, die das Leben erst interessant machen. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Galomi. Der 2. Januar war das Sendedatum dieser Mini-Nachrichten.